Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 4. In der letzten Folge haben wir den Code besorgt für den guten Typen. Und jetzt reden wir mal mit ihm. Freigabe bestätigt. Mit ihm reden wir erstmal. Wir dürfen uns nicht lange unterhalten. Auf keinen Fall darf uns jemand sehen. Ich habe Vorkehrungen getroffen und kann die besprochenen 13 Synths in Position bringen. Aber was meinen Sie? Wird Mr. Binets Plan funktionieren? Ein besserer Plan wäre es, die Gelegenheit zu nutzen und alle zu befreien. Aber dabei werden Synths kämpfen müssen. Und ich hielt Mr. Binets Plan schon für zu ambitioniert. Natürlich würde ich für meine Freiheit kämpfen. Und ich kenne auch andere, die das so sehen könnten. Aber ob das genug sind, um es mit allen Wachen aufzunehmen? Vielleicht wären mehr meiner Leute dabei, wenn wir uns den Forschern offen widersetzen. Ja, auch wenn die meisten nicht mitkämpfen werden, gibt es sicher genug andere, die ihr Leben lang hierauf gewartet haben. Aber wir sollten damit rechnen, dass einige der Synths gegen uns kämpfen werden. Ihr werdet nicht allein sein. Die Railroad kämpft an eurer Seite. Gemeinsam haben wir eine Chance. Ich bewundere Mr. Binet sehr. Aber wir dürfen ihn nicht in diesen Plan einweihen. Schließlich kämpfen wir gegen seine Leute. Ich spreche mit meinen Freunden. Kommen Sie morgen hierher. Gehen Sie vom Schlimmsten aus, wenn ich nicht erscheine. Alles klar. Gut. Gibt Z114 einen Tag? Was ist das denn bitte für eine Aussage? Oh, hier sollte ich gar nicht rein, oder? Hoppala. Na gut, dann schauen wir mal. Wo ist der? Ach, der ist wieder da unten in seiner Kammer. Synth-Anhalt. Sie hatten gestern Abend Wartungsdienst. Sorgt mir, worüber wir uns unterhalten haben, dann sind wir im Geschäft. Hab ich Leon, doch. Ich habe einen Benutzernamen mit Passwort für dich. Ihr Leute von der Railroad, steht zu eurem Wort, nicht wahr? Es wird eine ganze Weile dauern, diese antike Technologie an die modernen Terminals anzuschließen. Auch mit dem Passwort. Also gib es mir, damit ich anfangen kann. Also, haben Sie nun auf ein Terminal im SEB zugegriffen? Hier, nimm. Hervorragend. Hör mal, du musst mir einen Gefallen tun. Z114 arbeitet gerade im Atrium. Bringst du ihn auf den aktuellen Stand? Wäre sicherer, wenn du es tust. Gut, jetzt sollen wir denen also einen Tag geben, was das auch immer für eine Aufgabe ist. Soll ich mich jetzt einfach irgendwie für 24 Stunden irgendwo hinlegen? Eine andere Idee habe ich da jetzt auch nicht. Der Typ ist hier. Ich rede nochmal kurz mit dem. Brauchen Sie etwas? Z1. Ich freue mich darauf, Sie weiter unterstützen zu dürfen. Okay. Ja, was ist denn jetzt die Aufgabe? Gib ihm einen Tag. Na, Prost Mahlzeit, dann suche ich mir jetzt ein Bett und keine Ahnung, schlaf 24 Stunden. Dazu müsste ich halt erstmal ein Bett finden, ne? Ich glaube, das ist schon eine schwierigere Aufgabe als überhaupt irgendwas anderes. Bisher hatten wir ja nur so in fremden Betten schlafen und sowas. Können wir noch was mit ihm besprechen? Ist nicht schwer zu finden. Halt einfach nach den Schiffswracks im Hafen Ausschau. Ach so, okay. Ich suche mir jetzt einfach ein Bett und hau mich dafür 24 Stunden rein. Hier ist keins, hier auch nicht. Sieht auch eher nach einem Konferenzsaal aus. Da können wir auch nur sitzen. Ich bin irgendwie von beiden Seiten, denen wir hier beitreten können, nicht überzeugt. Ich schlafe jetzt einfach. Ah, wow, ey. Du kannst nicht in einem fremden Bett schlafen. Wieso denn nicht? Weitermachen, Sir. Ja, ja. Dir auch. Klo. Fremd. Das ist so dämlich. Ich glaube, es ist eigentlich dafür vorgesehen, wirklich dann in den 24 Stunden noch was zu machen. Moment, da stand gerade noch warten. Das gucke ich mir mal eben kurz an. So, warten mit T. Was ist denn das Maximale, was wir warten können?
24 Stunden. Okay. Jetzt müsste die Framerate wie mal wieder so richtig krass runterfallen, wie bisher auch immer. Obwohl nein, es zählt jetzt runter. Die Hälfte ist jetzt schon oben. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Boah, diese Aufgabe, gib ihm einen Tag. Das ist die dümmste Aufgabe in dem ganzen Spiel. So, jetzt müssten wir ihm eigentlich einen Tag gegeben haben, oder? Ja. Trifft dich mit Z114. Wo ist er denn? Direkt unter uns, theoretisch. Wo kann ich drauf springen? Hierhin, dann hierhin, dann hierhin. Und schon bin ich hier. Was die wohl von uns denken, wenn die uns hier so rumspringen sehen, im Wasser und so? Wann erzählst du mir etwas über diese mysteriöse Phase 3? Sicherheit. Gar nicht. Denk dran. Menschheit. Okay, Leute, er ist noch da. Ich habe meine Freunde gefragt, ob sie für ihre Freiheit zu den Waffen greifen würden. Die Anzahl der Freiwilligen hat mich überrascht. Vielleicht stoßen weitere zu uns, sobald der Kampf beginnt. Wir werden ohne Waffen jedoch im Kampf sehr schnell sterben. Und wir brauchen sehr viele. Mit dem richtigen Material können wir improvisierte Waffen herstellen. Leider fehlen uns einige wesentliche Komponenten. Ich könnte euch einige Waffen geben. Hervorragend. Legen Sie alles, was Sie entbehren können, in Wartungsschrank 3B. Aber wir brauchen genug Waffen für eine ganze Rebellion. Also brauchen wir noch immer die Komponenten. Okay. Sag mir, wie ich helfen kann. Wir haben einen Plan, wie wir an die benötigten Sachen kommen können. Das Institut wird ständig erweitert. Gerade wurden die Grabungsarbeiten für eine weitere Etage abgeschlossen. Das Grabwerkzeug wurde bereits in Kisten verpackt, aber noch nicht weggebracht. Bei diesem Werkzeug finden wir alles, was wir brauchen. Dank Mr. Binet besteht die Baukolonne ausschließlich aus meinen Freunden. Aber sie werden ständig überwacht. Was würden Sie sagen, wenn Sie Wachen töten müssten? Ich würde es tun, wenn es sein muss. Eine andere Möglichkeit fällt uns auch nicht ein. Wenn Sie die Wachen ausgeschaltet haben, transportieren wir die Ausrüstung ab und sprengen die Tunnel hinter uns. Für das SEB sieht es wie ein tragischer Bauunfall aus, der viele Synths getötet hat. Passiert nicht häufig, kommt aber vor. Und dann stellen unsere toten Freunde die benötigten Waffen her. Viel Glück. Wir arbeiten hier jetzt schon extrem gegen das Institut. Nicht mehr so ein bisschen, sondern schon extrem. Wir gehen mal zur Tür. Sir, es gab wieder ein Problem. Ein Code Rot. Wo was? Ist die Tür genau? Hier vielleicht? Das ist inakzeptabel. Tatsächlich. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Okay. Gut. Jetzt sollen wir die Wachen auf jeden Fall töten. Ich kann ja mal eben kurz gucken, ob wir noch die Pistole haben. Die mit dem Schalldämpfer. Ich glaube, die ist dafür ganz gut. Die ist es. Obwohl, nein, das ist eine andere, aber die ist auch ganz gut. Arbeite mit voller Kapazität. Soll ich jetzt so eine Riesenschießerei anfangen? Okay, das wird jetzt echt ein bisschen spannend. Weil das sind halt echt einige. Und was wird nur Väterchen davon halten? Wer denn, Väterchen Frost? Ach, du Heiliger. Okay, auf welche Dings habe ich die Stimpaks gelegt? Hilfsmittel. Auf null. Hier raus. Ich wechsle mal eben die Waffe. Ich glaube, die ist echt ein bisschen dumm dafür. Die haben es ja eh schon gesehen. Nehmen wir mal die hier. Ich verkick mich immer noch dauerhaft mit den Tasten.
stirb, 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 stirb und stirb. Guck mal, die Sins kämpfen auch schon. Mega witzig auf jeden Fall. So, der ist auch tot. Okay, ich mache mal eben F5 fürs Speichern und ein Stimpack rein. So, jetzt komme ich von der Seite. Damit hast du nicht gerechnet, wa? Stirb, 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 stirb. Nee, hör mal auf mich zu hauen. Das ist ja nicht sonderlich nett. Zwei Leben noch. Ja, ein Glück, dass ich eben noch gespeichert habe. Was hat er denn da geworfen? Das Ding sieht immer noch toll aus. Ein Wachbot. Oder so. Gut, ich nehme nochmal eben das Stimpack und speichere direkt nochmal hinterher. Hi. Hör doch auf, mich zu hauen. Das ist voll unfreundlich. Oh, ich habe die falsche Taste geklickt. So, Ende. Einmal kurz quicksaven. Oh. Okay, die lebt noch. Ich danke Ihnen. Gehen Sie jetzt. Bald ist all das hier unter Geröll begraben. Denkt alle an Z1 Plan. Nehmt alles mit, was wir brauchen können. Besonders die Kisten. Besonders die Kisten. Hier waren wir auch schon mal. Gut. Ein Stimpack sollten wir auf jeden Fall noch nehmen. Ich weiß gerade gar nicht, welche Waffe ich jetzt ausgewählt habe. Das muss ich mal eben kurz auf das Kampfgewehr legen. Wir sind da. Okay, wie geht's jetzt hier raus? Ich verirre mich hier immer. Es wird aber echt wie so ein bisschen wie so ein Unfall aussehen, das stimmt schon. Scanner, unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Müssen wirklich überall diese Runner rumlaufen? Sie haben ihren Teil getan und wir werden unseren tun. Wir fangen umgehend damit an, die Waffen herzustellen. Das ist ein guter Anfang. Das Schwierigste wird sein, all das vor dem SEB geheim zu halten. Also sind wir sehr vorsichtig, was leider auch Zeit kostet. Arbeiten Sie fürs Erste bitte weiter mit Vater zusammen. Er darf keinen Verdacht schöpfen. Ich kontaktiere Sie, sobald meine Leute bereit sind. Alles klar. Dann werden wir uns jetzt mal der anderen Aufgabe widmen. Die lasse ich noch aktiv. Ansonsten teleportieren wir uns mal hierher. Nur da kann ich noch nicht hin, okay. Nee, zurück und ich würde gerne, wenn ich hier hin, ich kann einfach hier hin. Was steht da? Dann gehen wir einfach hier hin. Das sollte eigentlich klappen. Und dann werden wir uns jetzt in der Folge noch auf den Weg dorthin machen. Und in der nächsten Folge dann mit dem Runner reden. Wie wir hier mal einschlagen, wie so ein Blitz. Piper ist auch wieder da, das ist ganz schön. Wir müssen hierher. So, dann wissen wir jetzt auch, wo wir hin müssen. Das ist schon mal gut. Da drin bewegt sich irgendwas, seht ihr das? Naja, da gehe ich mal lieber nicht hin. Wir müssen da jetzt irgendwie rüber. Da fällt schon ein Auto runter. Okay, wir kommen darüber. Hoffen wir mal, dass die Leute uns nicht sehen und dann können wir da rum. Hoffentlich. So ist der Plan. Ob der am Ende hält, ist fraglich. Okay, bisher klappt's.
Wie sieht es eigentlich mit unserer Skill-Tabelle aus? Wir können ein Level abmachen. Intelligenz. Das ist mal ganz nice. Das nehmen wir mal. Denn ich habe da auch irgendwie keine Lust, da irgendwie 500 Stunden... nee, da gehe ich nicht lang. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich und stirb, 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 stirb. Hör doch mal auf damit, das ist ja nicht sehr freundlich. Ich nehme mal eben kurz den hier. Und mein Bauch macht schon wieder ganz komische Geräusche. Ich glaube, ich sollte irgendwann mal was essen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Nein. Och nö, das ist auf so einer fucking Insel. Nee. Och nö, Piper kämpft jetzt schon gegen die. Nee, 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 nee. Einmal eins im Pack bitte. Und direkt noch eins hinterher. Ich check mal eben kurz meine Waffen. Von hier aus kriegen wir uns aber schon mal ein bisschen schlechter. Ist hier auch noch einer? Ach du Heiliger. Was willst du denn hier? Ha, hast mich nicht gekriegt. Spast. Genau, mach dein Testament. Was? Nein. Ach du Heiliger. Okay, ich nehme mal eben wieder ein Stimpack. Und ich speichere, glaube ich mal. Ich überlege gerade einfach wegzurennen. Ich glaube, das wäre das Schlauste. Aber ich glaube, dieses große Vieh, war das nicht von den Leuten in diesem komischen Raumschiff? Raumschiff in diesem Luftballon? Wie heißt das? Zeppelin, genau. So bin ich schon mal näher an den Rahmen. Okay, der scheint wirklich zu denen zu gehören. Oder? Der beleuchtet uns wenigstens die ganze Zeit. Ist nichts. Ein Moment. Nee, da wären wir eh nicht durchgekommen. Ach du Heiliger, auch noch so ein doofes Vieh. Verpiss dich, genau. Schieß schon mal direkt drauf, damit es auch bloß stirbt. Jetzt komme ich mal von hinten. Natürlich haben die mich direkt gesehen. Okay, die haut nochmal eine ganze Ecke mehr rein. Ich schieße da jetzt einfach mal so ein bisschen. Okay, dann bringen die mich auch direkt um. Das sind halt einfach noch ein paar zu viele, glaube ich. Wir sollten uns da für solche Kämpfe theoretisch echt diese Super-Power-Rüstung holen. Aber ganz ehrlich, ich ignoriere das jetzt einfach. Ich gehe jetzt einfach weiter. Nö, ich will nicht dem Notsignal folgen. Dazu habe ich keine Zeit. Ich würde da ganz gerne heute noch ankommen. Okay, theoretisch würde ich da ja rüberkommen, irgendwie. Allerdings scheint auch hier einiges radioaktiv verstrahlt zu sein. Ich hoffe nur, Piper kommt uns irgendwann mal nach. Ach, du Heiliger. Ich wusste doch, dass die Viecher hier sind. Nein, verpiss dich. Verpiss dich. Nein. Böse. Böse. Nein. Böse. Okay, es ist tot. Hier ist noch irgendwo eins. Ich höre dich doch. Stirb. Was? Das ist so ein legendäres Vieh. Verpiss dich einfach. Verpiss dich. Verpiss dich. Nein, nein, nein. Komm ich da rüber? Komm ich da rüber? Komm ich da hoch? Ja. Nein, nein, nein. Doch, irgendwie klappt's gut. Verpiss dich.
Um es mit den Worten von Chief Wiggum zu sagen aus Simpsons, jetzt haben die Chinesen das Problem am Hals. Ja, ich finde das irgendwie total lustig, wenn der das immer sagt. Dann wird die Folge ein bisschen Überlänge haben, aber ich denke mal, das ist okay. Och nö. Ich wusste es, dass die direkt böse werden. Und nehmt eure Billiggunner-Waffen weg. Ich mag die nicht. Schnell Stimpack reinhauen. Und weiter geht's. Hör mal auf damit. Oh, Piper ist wieder da. Ja, nee, hör mal auf. Hör mal auf. Hör mal auf. Hör auf. Bei anderen Journalisten auch zu. Bei anderen definitiv nicht. Das gehört jetzt uns. Süßkuchen, oh lecker. Nee, das kann er sich sonst wohin stecken. Und einmal saven. Scheint ja geklappt zu haben. Und jetzt ist es, glaube ich, auch nicht mehr so weit. Die haben hier einfach nochmal eine Stadt im Wasser gebaut. Auch irgendwie krass. Nee, ich ignoriere es gerade. Also bitte ignoriere du es auch. Was die da tun. Was? Hör auf, Pam. Pam, hör auf. Nein, 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 nein. Das ist nicht nett. Was machst du da für Mist? Und wieso kommst du nur auf mich und nicht auf Piper? Das ist nicht nett. Ha, jetzt bin ich auf dem Auto drauf. Hör auf damit. Das ist böse, böse, böse. Genau, Hund. Kümmer du dich um die. Kümmer dich um die Alte. Danke. Bitte helft mir mal eben. Die bringt mich um. Nein, nein. Stimpack, danke. Ist die Alte jetzt tot? Nee, es lebt noch. Hör auf damit, dummes Mistvieh, du. Was? Meine Maus spinnt wieder ein bisschen. Aber das ist ja nichts Neues. Gut. Können wir mit denen reden? Hallo. Ritter der Bruderschaft, okay. Gut, ich würde sagen, was uns hier erwartet, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Also bis dann.